So, hallo liebe Freunde, wir haben hier ein Gespräch heute und zwar sind wir zu dritt. Das ist der Joss. Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich bin Joss. Ich komme aus der Elfenbeinküste. Ich habe in Köln gewohnt damals, aber jetzt bin ich zwischen Köln und Elfenbeinküste. Ich bin der Ashtar, ihr werdet mich schon kennen. Und wen haben wir zugeschaltet? Stell dich doch bitte einmal vor und sag, wo du gerade bist. Ja, also ich bin der Lars, komme ursprünglich aus einer Kleinstadt in Sachsen und jetzt lebe ich seit knapp 2 Monaten in Kolumbien. Seit 2 Monaten. Genau, wir sind am 5. September, ging unser Flug aus Deutschland und genau dann sind wir am 6. September früh angekommen in Bogota. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber du hattest ja angedeutet, das wäre ein Lebenstraum von dir schon gewesen, nach Ja. Kolumbien auszureisen. War es speziell Kolumbien oder war es einfach ein Lebenstraum, auszuwandern? Und was hast du sonst noch mit diesem Traum verbunden? Genau, also das Auswandern war auf jeden Fall so ein Lebenstraum von mir. Kolumbien war jetzt nicht speziell Top-Ranking in meiner Liste, würde ich sagen. Aber ja, das Auswandern aufgrund der Selbstversorgung, das war halt so mein Traum. Ne? Und bin ein Mensch, der friert nicht gerne. Mir ist oft sehr kalt, ne? Und da hat es mich schon irgendwie immer Richtung Süden gezogen. Je südlicher, umso besser. Ich hatte das schon mal in Portugal probiert, habe ein Jahr in Portugal gelebt. Musste dann wieder zurück nach Deutschland aus diversen Gründen. Und genau, jetzt halt ein neuer Anlauf gestartet mit Südamerika. Okay, du bist dir natürlich darüber im Klaren, dass für mich Portugal auch ein Lebenstraum ist Ja. und ich da auch schon sehr lange von träume. Wenn dich da diverse Dinge nicht zurückgerufen hätten, wärst du da geblieben? Hättest du dir auch vorstellen können, da länger zu bleiben? Ich hätte mir das vorstellen können. Ich habe da andere deutsche Auswanderer kennengelernt, in der Nähe von Villa de Bispo, in einem kleinen Dorf namens Pedralba. Und da habe ich von dem Jahr, was ich in Portugal verbracht habe, ein Dreivierteljahr auf dieser Farm verbracht. Und hatte mir auch gut vorstellen können, dort länger zu leben. Und dann ist es am Ende doch Lateinamerika geworden. Ja, die Geschichte ist so, dass als ich in Portugal war, habe ich meine damalige Frau kennengelernt, sozusagen. Sie ist schwanger geworden und das war die erste Schwangerschaft und das war dann der Grund, warum wir erstmal zurück nach Deutschland sind. Weil da irgendwie das Umfeld geborgener war und so, ne? Und da ist es dann erstmal Deutschland geblieben nach der Geburt meiner ersten Tochter. Dann kam die zweite Tochter dazu. So, und dann kam eine Trennung dazu. Und dann habe ich jetzt meine andere Partnerin kennengelernt, eine wundervolle Frau. Ne? Jamila ist zur Welt gekommen. Und genau, sie hat sich in das Land Kolumbien verliebt. Ich wollte immer auswandern, sie wollte auswandern. So, und darum ist es jetzt Kolumbien geworden. Wo kommt dieser Wunsch her, auszuwandern? Hat es Ja. nur mit Autarkie zu tun oder was sind die Gründe? Nein, da gibt es, glaube ich, viele Gründe, würde ich sagen. Ne? Also es ist einmal das autarke Leben, was in Deutschland für mich schwerer vorstellbar war. Und andererseits halt auch, dass die Mentalität in Deutschland nur schwer ertragen kann, würde ich sagen. Das politische System in Deutschland auch. Ne? So, also nicht, dass das in Kolumbien jetzt so viel besser wäre, so, davon mal abgesehen. Aber ja, also die deutsche Mentalität und das Leben in Deutschland, das hat mich halt schon immer weggetrieben. So. Ich hatte schon immer so einen Drang, in die Ferne zu gehen. Ungefähr seitdem ich 14, 15 Jahre alt bin, so kam das in mir auf. Meine Mutter hat auch immer gesagt, ich bin da ihrem Vater sehr ähnlich, immer die Abenteuerlust, die einen vorantreibt. Ne? Und genau, das ist halt über die Jahre gewachsen, der Wunsch auszuwandern. Ich wollte etwas fragen. Ich wollte Ja. wissen, wenn man von der deutschen Mentalität spricht oder von dem Leben in Deutschland, das in einer Weise nicht funktioniert, was wäre zum Beispiel ein Beispiel? Was mir an Deutschland da zum Beispiel stört, Ja, genau. dieses
dass alles, wenn irgendwas geschrieben steht, dann muss das so gemacht werden und so dieses dogmatische Scheuklappending. So, ich merke das Okay. hier in Kolumbien, hier kommt da auf jeden Fall in mir so diese deutsche Sozialisierung sehr durch. Ne? Ich muss mich jetzt so hier wieder ein bisschen umholen so, und dieses leichte Leben sozusagen mehr verinnerlichen wieder und lernen und zu akzeptieren, dass es halt nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt. Ne? Wenn das Auto zum Beispiel 6 Wochen in der Werkstatt steht und man hat ab und mal das Gefühl, es ist nichts dran gemacht worden. So, das ist halt Kolumbien, ne? Ja, die Aber es ist Alternative. halt, es ist halt anders, es ist aber sympathisch, aber nach deutscher Sozialisierung muss man sich da auf jeden Fall auch erstmal einfinden und einleben. Ja, okay, danke. Also hat es dir das beantwortet, deine Ja, Frage? klar. Ich habe dann das, was ich verstanden habe, das ist in Deutschland fehlt die Alternative. Ja. Ja, okay. Und bist du da, du sagtest ja, die Regierung in Kolumbien ist auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei, also ist auch nicht ganz viel anders. Ich bin da eher so gepolt, dass ich sage, so, für mich ist jede Regierung irgendwie nicht das Wahre oder so. Also ich kann nicht sagen, die Regierung ist toll und die andere ist irgendwie. Ist Und das trotzdem Regierungen an so sich? Regierungen an sich, ja genau. Ich möchte selbstbestimmt leben, so ohne dass mir irgendjemand vorgibt, so oder so hast du zu sein, so musst du leben, das musst du machen. So. Eher das Motto, so lasst mich in Ruhe, dann lasse ich euch in Ruhe. So, ich will mein Leben leben, niemanden auf den Sack gehen mit meiner Existenz. So, aber ich will, das ist halt das, was ich von Anfang dann wiederum auch erwarte, dass sie mich in Ruhe lassen. Und in Kolumbien hast du den Eindruck, oder ist es so, dass die Regierung und diese ganzen Zwänge und Systemzwänge und Normen und alles, dass das weiter weg von dir ist, dass du besser deinen Wahrscheinlich. eigenen Raum findest, so ja. Ja, das schon. Also dadurch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier halt der Ausländer bin, ne? Und ich spreche jetzt noch kein perfektes Spanisch im Gegensatz zu Diana, so, aber kann da mir vielleicht auch daher noch nicht ganz so viele Informationen rausziehen. Aber die Korruption, die hier stattfindet, was man immer so mitkriegt, ne? Dasselbe wie in Deutschland, korrupt sind alle Regierungen so, aber hier ist die von mir weiter weg. So, das Negative der Regierung. Und wie weit bist du da? Also seid ihr im absoluten Nirgendwo oder seid ihr auch nah angebunden an der Zivilisation? Ja, jetzt gerade bin ich in Mariangola, das ist das kleine Dörfchen unterhalb der Berge. Und von hier aus braucht man für 30 Kilometer ungefähr 1,5, 2 Stunden mit einem allradbetriebenen Auto bis zur Finca, wo wir unser Grundstück haben. Aber da oben sind auch ganz viele Menschen. Ne? Also wir haben mehrere Familien in der direkten Nachbarschaft. So, und wenn man jetzt von Zivilisation spricht, ne, ist dann halt wieder die Frage, was ist Ja, Zivilisation? ja, Da ja, oben ja. auf dem Berg, so ein Smartphone funktioniert da nicht. Wenn wir da mal telefonieren wollen, müssen wir zu den Nachbarn gehen. Die haben so diese alten normalen Tastenhandys und dann stellt man sich auf einen Hügel und guckt, wo gerade das Signal ist. So, und dann kann man mal mit dem Dorf hier unten telefonieren und irgendwie organisieren, dass man halt ein Motorradtaxi braucht, was einen vom Berg oben abholt und wieder runter ins Dorf bringt. Ja, Zivilisation. Ich nenne es ja spaßhaft auch häufig Unzivilisation, aber ich meine einfach asphaltierte Straßen und so eine Infrastruktur mit Strom, mit Wasser. Habt ihr das da in den Bergen oder? Also Wasser haben wir auf jeden Fall. Ne? Wir haben Genau, Wasser beziehen wir direkt aus einer Quelle, die aus dem Berg entspringt. Gibt es auch nicht nur die eine Quelle. Wir haben Grundstücke Streifen und die 2 Grundstücke daneben haben die Quelle, also wir könnten von 2 Seiten Wasser beziehen. Und was Strom betrifft, die ganzen anderen Campesinos, die haben jetzt alle von der Regierung eine Solarplatte spendiert bekommen. Oder erstmal installiert bekommen, müssen dafür aber, glaube ich, auch jeden Monat 12.000 Pesos irgendwie abzahlen. Und da geht es jetzt so bei uns gerade drum. Wir sind quasi die Letzten, die noch keine haben, weil wir unser Haushalt noch nicht fertig hatten. Das war so die Grundvoraussetzung. So, das Dach haben wir jetzt auch schon drauf auf unserem kleinen Häuschen. So,
Da ist jetzt dann noch heute oder morgen, müssen wir mal gucken, da nochmal ins Büro zu gehen, dass wir dann halt auch unser Solarpanel bekommen und dann hätten wir auch Strom. Wow. Ja, ich meine, solange der Mensch macht, was er braucht, also es ist eine Weise von Zivilisation, weil es ist wichtig, weil der Mensch ist vor seinem Leben, er fragt sich, wie ich das schaffe. Solange dass man schafft, also ist man zivilisiert. Ja. Also meiner Meinung nach. Ja. Also meiner Meinung nach hat Zivilisation jetzt auch nicht unbedingt ausschließlich was mit technischem Fortschritt zu tun. Ja, gar nicht. Auch viel mit Ethik und Moral, Genau. ne? Und ja, Genau. miteinander, ja, dem sozialen Wesen Mensch, ne? Dass man achtsam miteinander umgeht. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von dem, was ich jetzt als Alien halt zivilisiert nenne. So, ne? Ja. Ja. Wahrscheinlich einer der wichtigsten, ne? 100%. Die Infrastruktur, meintest du? Ja. Wie war denn der Prozess in Deutschland? Du meinst, Genau. du bist ja jetzt 2 Monate da. Erstmal, was war der Auslöser, dass es jetzt genau wirklich in dieser Zeit jetzt passiert ist, und wie war der Prozess in Deutschland, alles abzubauen? Quasi, habt ihr jetzt alle Brücken hinter euch abgerissen, alles abgemeldet, alles wasserdicht, oder ist da immer noch bürokratischer Aufwand und ja, viel zu tun? Nee, also wir haben in Deutschland jetzt nur noch einen Nachsendeauftrag laufen von einer Freundin, dass wir irgendwie die letzte Post, die Einfahrt irgendwie noch geöffnet bekommen, aber sonst so Krankenversicherung ist abgemeldet. Auf unseren Personalausweisen steht Kolumbien, César drauf. So, also wir haben uns da auch beim Einwohnermeldeamt oder wie man das heutzutage nennt, abgemeldet. Das ist gemacht und der Prozess an sich war so, dass wir letzten Dezember waren wir für 6 Wochen in Kolumbien, hatten uns ein Auto gemietet, sind ein bisschen rumgereist und da auch schon ein bisschen mit dem Antrieb ein Stück Land zu finden. Haben das dann halt gemacht, ne? Haben das Land hier auch gefunden mit einem super netten Menschen, mit Alfonso, von dem wir das gekauft haben. Bei denen sind wir jetzt auch zu Hause sozusagen, das ist unser Hauptkontakt hier, der ist sehr super hilfsbereit. Genau, hatten wir das Land gekauft und sind dann im Januar, Mitte Januar diesen Jahres zurück nach Deutschland gekommen. Und ich hatte ja noch einen Arbeitsvertrag laufen und also ich war in Elternzeit wegen Jamila. Und hatte dann gesagt, so im Mai geht bei uns die Touristensaison wieder los, so ich will meine Freunde und Kollegen da nicht irgendwie jetzt im Regen stehen lassen, so ich mache diese Hauptsaison noch mit und dann geht's zurück nach Kolumbien und genau, Ende August ist die Hauptsaison in Mecklenburg immer vorbei. Und darum hatte ich dann auch Mitte September gekündigt und konnte halt noch ein paar Tage Urlaub nehmen. Wir hatten schon Anfang März oder wann unseren Flug gebucht, ne, um da auch sicher zu sein, dass wir keinen Rückzieher machen und sagen, oh, wird es denn überhaupt da so einen Flug buchen, dass man da kein großes Zurück mehr hat. Dann direkt Wohnung eigentlich gekündigt, auch Ende August. Das war für uns auch das Stressigste, so der letzte Monat in Deutschland, so die ganze Wohnung leer kriegen, ne, Sachen verkaufen, verschenken. Ja. Und Genau. wie planst du das? Ich meine, hast du vor, immer noch Deutschland zu besuchen, oder hast du einfach so Also gestrichen? in den nächsten 2 Jahren denke ich nicht, dass es was wird, Deutschland zu besuchen, rein auch aus finanziellen Gründen. Aber prinzipiell, wenn es mir irgendwann mal hier zu heiß wird und ich Lust habe, irgendwie einen Monat Winterurlaub zu machen, weil ich gerne mal wieder Schnee sehen würde oder so. Ja. Also Urlaub in Deutschland zu machen, so, da habe ich nichts dagegen. Ich habe ja auch noch meine Eltern wohnen in Deutschland, mein Ja. Bruder und seine Kinder, meine Kinder. Das heißt, die Genau. 2 Kinder von deiner ehemaligen Partnerin, die hast du in Deutschland gelassen und bist mit deiner neuen Partnerin und eurem gemeinsamen Kind, seid ihr nach Kolumbien. Genau. Und was die Kinder betrifft, so ist, also das Verhältnis zu meiner Ex-Frau ist gut. So, und wo wir uns halt von Anfang an einig waren, dass es beide deiner Kinder sein werden, dass wir sie der Schulpflicht unterziehen werden. Da bin ich auch dankbar, dass sie das gerade alleine quasi durchzieht.
Aber es halt, wir haben jetzt so den Stand gewählt, dass die ersten 2 Jahre kommen sie zu Besuch und Freunde besuchen, dass sie da mitfliegen, zurück mitfliegen. Und dass sie in 3 oder 4 Jahren, wenn sie ein bisschen älter sind, dass wir dann sagen, ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr Kolumbien. Ach ja, das heißt, genau. Deine Ex würde dann mitkommen auch. Die ist auch Reise. Ja, reiselustig ist es schon. Sie würde uns vielleicht mal einen Urlaub machen und so. Aber dass die Kinder halt ein halbes Jahr bei mir sind und ein halbes Jahr bei ihr in Deutschland. Oh, wow. Aber das ist gut. Also das ist gerade so die Zielvorstellung, ne, was die Kinder betrifft. Ja, klar. Ja, weil das ist ja, das geht ja auch ins Herz, oder? Ja, ja. Prinzessin. Also das ist für mich definitiv das Schwerste, so die 2 Mädels. Ja. In Deutschland zu wissen. Ja, aber da bist du ja auch wieder in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, dass du mit deiner Ex ein gutes Verhältnis noch pflegst. Das heißt, ihr wart auch nicht so eine, oder wie sollen wir sagen, die Beziehung zu deiner Ex-Freundin war auch schon sehr bewusst und das war nicht einfach so, man hat sich irgendwo angelacht, mehr zufällig, sondern das ist auch schon eine Beziehung, die ein gutes Fundament hat letzten Endes, auch zwischenmenschlich. Mittlerweile, es ist gewachsen. Ah, okay. Das Bewusstsein ist auf jeden Fall in unserer Gemeinsamkeit mehr gewachsen und wir hatten auch eine Menge Streit und Stress und gewaltvolle Kommunikation und so, ja. Ganz Kram, der wie aufkommen kann, wenn die dunklen Seiten aus einem hervorbrechen. Ja, aber so, das. Aber jetzt würde ich sagen, ist alles gut. Spricht für euch. Man hat mehr zu sich selbst gefunden, man kann miteinander umgehen, so. Ja. Ja, Respekt erstmal. Und die Kinder sind halt für uns beide das Wichtigste. Ja. Das hört man ja oft, dass dann die Kinder instrumentalisiert werden, als Druckmittel eingesetzt werden und was weiß ich was. Nee, das finde ich geil, dass ihr da, obwohl ihr vielleicht auch dann am Ende gesagt habt, dass ihr getrennte Wege gehen wollt, dass ihr nicht in das. Ja. Dass ihr nicht im Gegeneinander verhaftet seid und euch jetzt hasst oder so. Das ist eine sehr reife menschliche Leistung. Also herzlichen Glückwunsch und Respekt dazu. In Kolumbien anzukommen, das ist, glaube ich, das, was viele Menschen, die solche Gedanken immer mal wieder mit sich herumtragen, aber das noch nicht ganz ausgereift ist oder die dann auch, bevor es überhaupt losgeht, schon kalte Füße kriegen, ist diese Frage. Gut, abbrechen scheint ja dann relativ easy zu sein, hier in Deutschland hinter sich aufzuräumen und Krankenkasse zu kündigen und alles weitere. Aber du kommst als Fremder nach Kolumbien. Wovon lebst du? Was machst du? Also derzeit leben wir noch von unseren Ersparnissen. Ich hatte einen Bauwagen, den wir verkauft haben. Und das Geld ist allerdings auch bald aufgebraucht. Und dann müssen wir jetzt halt zusehen, dass wir das Internet irgendwie die paar Kröten verdienen, die wir zum Leben brauchen. Mhm. Was möglich wäre, ist auch Ernte verkaufen. So. Das kommt jetzt nicht super viel Geld bei rum, aber wenn wir halt wieder andere Sachen, die man oben nicht produziert, einkaufen. Ne? Oder man lebt sowieso von seiner eigenen Ernte. So. Ja. Also wir hatten die letzten Tage oder Wochen kiloweise Bananen. Ich habe, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen jeden Tag 6-7 Bananen am Tag gegessen, ne? Weil sie einfach super lecker sind, weil sie im Menü vorhanden waren. Und genau. Ist halt auch immer wieder, ne, wovon lebst du? So? Und das ist so eine Sache, die mich an Deutschland zum Beispiel aufstört. So, wenn man die Frage gestellt bekommt, so, habe ich immer direkt das Gefühl, dass damit gemeint ist, was arbeitet ihr, womit ihr euer Geld verdient? So. Ja, ja. In Deutschland definiert man sich über Leistung und über seine Arbeit. So. Das und Gehalt. So, wir leben davon, dass wir unsere Sachen halt ernten und irgendwie verarbeiten. Und genau. Habt ihr so einen Hof? Na, unsere Finger sind knapp 2,5 Hektar Hanglage. Mhm. Und da wachsen halt auch schon einige Fruchtbäume drauf, aber die größere Finger von Alfonso, da wächst noch viel mehr drauf. Ne? So, da kümmern wir uns gerade mit ein bisschen drum, wenn wir oben sind. Mhm. Wir haben jetzt die letzten Tage eine Menge an Mandarinen zum Beispiel geerntet. So, das ist für mich Freiheit. Ne? So, ich gehe am Baum vorbei, pflück mir meine 20 Mandarinen und presse mir daraus einen Liter 100% Direktsaft. So. Das ist meine Freiheit. Kennst du aus Portugal wahrscheinlich auch noch. Ja, genau.
In Portugal ist es ja auch jeder, egal, also jeder hat einen Garten, jeder baut was an und man fragt sich ja, was machen die ganzen Menschen, wo arbeiten die? Ja, in ihrem Garten. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ja. Ja, das ist, glaube ich, eine Frage oder das, was für Menschen, die in Deutschland sozialisiert sind, extrem schwer zu begreifen ist, diese Sicherheit und das Vertrauen, Das das Sicherheitsdenken. ja, das schöpfst du aus dir selbst und nicht projizierst du nicht nach draußen auf deinen Job oder auf irgendwas anderes, sondern du kommst bei dir selbst an und sagst, oh, okay, hier kann ich quasi den Wald essen, verhungern werde ich schon nicht und alles Genau. andere werde ich aus Das eigener Kraft, wird sich geben, wird das Universum, das will mir nichts Böses, ja, das wird sich schon einrichten. Das ist für viele Menschen, die in diesem System hier in Deutschland aufwachsen und da auch ja im Erwachsenenleben dann erstmal drin strampeln. Ich glaube, ich will nicht zu viel sagen, gar nicht nachvollziehbar, aber nur schwer ultra viel, vorstellbar. ja, sehr schwer vorstellbar. Also Wie? wir hatten selbst von Freunden, wo man sagt, ja, die haben ein alternatives Denken. Also von Muslimen, viele haben trotzdem gedacht, was ist das für mutig von euch, so einen Schritt zu wagen. Ne? Ja. Und wir wiederum uns gedacht haben, Leute, in unseren Augen ist es mutig, in Deutschland zu bleiben. So. Mit allen Ja. möglichen irdischen Entwicklungen betrachtet. Ja. Ja. Ist verrückt, je nachdem, von welcher Seite man drauf Man das guckt. kann. Ja, genau. Die Ja. Pendler-Perspektive. Ja. Stark. Genau Ja, in und ich kann das gut verstehen, auf jeden Fall, weil ich komme aus der Elfenbeinküste und ich weiß, dass Deutschland ist sehr anders, weil das Leben ist sehr dringend geplant und bis man nicht mehr genießen kann. Es ist Ja, alles zugeplant. Und ganz auf die genau. andere Seite ist zum Beispiel Afrika braucht auch ein bisschen Regeln. Siehst du? Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? So auch hier und Kolumbien. So. Dass man die Balance finden muss zwischen diesem Genau. Tranquilo-Leben und so, alles ist irgendwie gerade, wie ich Lust habe. Und noch irgendwie ein bisschen mehr Struktur, so dass man da mehr Balance findet. In dem einen Land ist das Ja. eine Extrem, hier ist das andere Extrem. Also, dann findet man für sich selber irgendwie den Mittelweg. Ja. Ja. Wie war es, in Kolumbien anzukommen mit der Bürokratie? Also musst du dann einen Ausweis beantragen und gibt es da auch Einwohnermeldeamt? Und Ja, ich weiß. da sind wir gerade noch dabei. Also, gerade sind wir nur mit dem Land. Und es geht jetzt halt darum, für mich einen Arbeitsvertrag zu finden, dass man wie ein Arbeitsvisum erhält. So, und das wäre dann so lange gültig, wie dieser Arbeitsvertrag läuft. So, und nach 5 Jahren dauerhaften Aufenthalt hätte man eine permanente Residenz, also eine Aufenthaltsgenehmigung. Okay, die sind da aber auch jetzt nicht so wahnsinnig hinterher, irgendwie, dass sie dir Druck machen und sagen, hier machen wir mal schnell und sondern das. Nee. Gar nicht so. Eher müssen wir uns selber Druck machen, uns mehr darum zu kümmern, halt müssen Ja. die Behördengänge zu erledigen. Ja, verstehe. So, also für uns ist halt gerade beim Einkommen hier viel auf einmal, irgendwie, wenn wir das Dach über dem Kopf haben, so, dann muss man sich, dass man den Strom hat, dass man sich vielleicht doch irgendwie Internet hoch und runter kann, dass man eben Geld verdienen kann, wieder die paar Euro oder Pesos, die man braucht. Ja. Genau so. Es ist halt gerade viel auf einmal zu tun, bis man dann wirklich endgültig angekommen ist. Was mich immer interessiert ist, bist du der einzige Deutsche da in der Gegend oder ja, also da gibt es jetzt nicht so wie in Portugal eine gediegene Aussteigerszene, wo schon seit 30 Jahren oder Auswandererszene oder deutsche Community. Also die Einheimischen, die sagen uns immer mal, hier 4 Dörfer weiter, da wohnt auch ein Deutscher, so uns ist noch nie einer begegnet. Und wenn man jetzt an die Küste noch 4, 5 Stunden weiter in den Norden fährt, ne, Santa Marta und so, da gibt es wahrscheinlich mehr deutsche Aussteiger, die da leben. Aber hier in der Sierra Nevada, im Osten der Sierra Nevada, wo wir sind, sind wir die einzigen Gringos.
wie viele Sierra Nevada es gibt, ne? Oder Sierra Nevadas. Also die ursprüngliche ist ja in Andalusien und dann sind die Spanier wahrscheinlich einfach in die Haben wir ganze insgesamt Welt Sierra Nevada? und haben sie überall mitgenommen, die Sierra Nevada, ja. Ist das geil? Das ist super. Auf jedem Kontinent gibt es schon mal mindestens eine. Das ist schön. Und wie sagt man, der Erfüllungsindex. Ich meine, du bist jetzt 2 Monate da. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben in Kolumbien auch hart sein kann, ne? Man kommt dann an mit Erspartem oder was weiß ich was. Oder wahrscheinlich gibt es auch Leute, die mit viel Geld irgendwie runtergehen. Und kriegst du davon was mit, von dieser gespaltenen Gesellschaft, das Arm und Reich so? Wie können wir uns das vorstellen? Kriegt ihr was mit von den Bonzen, von den Reichen und wie ist Von es? den reichen Kolumbianern jetzt, oder Ja, von den generell. reichen Auswanderern? Ja, sowohl als auch. Also wenn man in Bogotá zum Beispiel ist, ne, dann sieht man auch schon mal irgendeinen Bus mit Sachen wie Mercedes an einem vorbeifahren. Aber das ist eher die Ausnahme. So. Und der Reichtum, der materielle Reichtum ist hier noch ein bisschen anders definiert. Also das, was eine Mittelschicht ist, die wohnen alle in gated communities in der Hauptstadt in Bogotá. Und wenn man jetzt hier nach Angola um sich schaut, so würde ich eher sagen, sind das Menschen, die man als materiell definiert, eher als arm bezeichnen würde. Okay. So, aber andererseits, das hatte ich auch schon vor Jahren in Nepal. Ne? So, die haben ja, die bauen da einfach ein Haus und fertig. Ne? So, die haben jetzt nicht ständig Kohle in der Tasche, aber die haben ein eigenes Haus, wo sie nicht wirklich Angst haben müssen, dass es denen weggenommen wird. Oder viele haben dann halt Unmengen Land, oben in die Berge, wovon sie leben könnten, wenn sie denn wollten. So, das ist halt wieder der Reichtum, das ist wieder die Definition von Reichtum. Ne? Ist es nur das Geld, Klar. was man auf der Bank hat oder in der Tasche, oder ist es halt auch das Stück Land, was man hat, oder ein Haus, in dem man leben kann? 100%. Und das Also, haben die hier alle, auch wenn die dann alle nur spärlich eingerichtet sind. Ne? So, nicht so ja. wie wir es von uns in Deutschland kennen, hier eine Couch und da noch das Bücherregal und hier ein Bücherregal. So, aber die haben jetzt Sachen im Kopf mit dem Bett und. Ist für mich ganz eindeutig. Für mich ist ein super teurer Sportwagen nicht so viel wert wie ein Wohnmobil, wie ein Bulli oder so. Klaro. Bulli ist bei mir viel, für mich persönlich viel, viel wertvoller und für mich persönlich viel größerer Reichtum, als einen Sportwagen zu haben halt. Sehe ich genauso. Ja, weil du weißt, was man damit machen kann. Es ist Ja, Lebensqualität, wie ne? gesagt, schade, dass er Richtig. in Portugal auch, da bin ich auch mit meinem VW-Bus rumgefahren, ne, oder runtergefahren. So. Wie gesagt, Lebensqualität, man fährt los und wenn es nicht mehr geht, halt mal an, legt sich ins Auto, schläft, Ja. hat seine Küche dabei. Voll schön. Joss, Ja. also ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass es mit dem Sound wahrscheinlich später auch ein bisschen anstrengend wird zuzuhören, wollen wir das einfach nicht zu lang machen. Ja. Und wenn es für dich okay ist, kommen wir jetzt so langsam zum Ende und stellen noch 2 Fragen. Und du kannst gerne nochmal, wenn du irgendwas hast, was du unbedingt uns mitteilen willst oder auch an die Community richten willst oder sonst was, vielleicht auch, wo man, ich glaube, du hast auch einen Telegram-Kanal gemacht, ne, wo man euch zugucken kann. Was ist der Sinn und Zweck dieses Kanals? Ursprünglich ist der Sinn und Zweck einfach nur gewesen, Freunde und Familie halt auf dem Laufenden zu halten, wie es bei uns aussieht. Ne? Also, da kam dann irgendwann die Idee, das zu machen, wer wird dann beeinflussen, wer andere interessiert ist. Es gibt ja genug Menschen, die an so einem Leben interessiert sind, ja, die selber noch nicht den Mut hatten, diesen Schritt zu gehen. So. Inspiration für andere Leute, die sich Inspiration holen möchten. Ja, stark. Also den Kanal So. blenden wir hier unten ein. Und Joss, hast du noch eine Frage? Ja, ich wollte fragen, ob du dich da willkommen fühlst. Ja. Also die Okay. Menschen sind super herzlich zu uns, auch wenn man hier und da auch mal zwischenmenschlich gehen möchte. aber die sind wirklich alle hilfsbereit. Niemand ist jetzt diskriminierend oder sonst, also offen diskriminierend.
So klar ist mal der Ausländer und die denken so, wir haben eine Menge Kohle oder so, die auch voll Geld ankommt. So. Ja. Damit muss man wahrscheinlich erstmal leben mit dem Vorurteil, bis das abgebaut ist. So. Aber wie gesagt, so, das ist niemand, der uns irgendwie körperliche Gewalt androht oder was auch immer. Okay. Also, ich fühle mich willkommen hier. Schön. Ja. Nicht, dass sie denken, oh Mann, warum kommt ausgerechnet der ärmste Deutsche zu uns hier? Oh, scheiße, ey. Nein. Schön. Manche sehen auch ein Potenzial in uns. Ne? So, es gibt hier so ein Kleinbauernkollektiv, die Sacha-Inchi anbauen wollen. So, und die sehen in uns natürlich auch ein Potenzial, dass man dann irgendwie exportieren kann, wenn das heißt. Ja, klar. Potenzial hier auch. So für eine Kooperation mit den Einheimischen. Ne? Dass die uns helfen, hier mehr anzukommen, die denen bei ihrer Produktentwicklung oder was auch immer. Ja. Und ist deine Familie, also beziehungsweise deine Frau in deiner Vision? Ja, was mit meiner Frau? Ich habe gerade nicht akustisch verstanden. Ob deine Frau in deiner Vision ist? Ob ihr die gleichen Vorstellungen teilt? Definitiv. Das ist sehr wichtig. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Als wir uns kennengelernt haben von Anfang an, so wir waren viel in Südamerika unterwegs und als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich mir direkt erzählt, dass wir in Ecuador jemanden kennen, der auch ein Grundstück zu verkaufen hatte für einen günstigen Preis. Ohne zu überlegen, habe ich gesagt, ja, mach doch, ja, würde ich machen bei dem Preis, so kannst du nichts falsch machen. So, sie hat auch kurz überlegt, ist halt anders gekommen. Aber ja, das hat für mich halt gezeigt, dass wir dieselben Vorstellungen teilen können im Leben. Das Ja, das ist sehr wichtig, weil die Person, mit der du die Nacht, also das Bett teilst, es ist so wichtig, weil wenn das nicht da ist, dann wird alles sehr schwierig. Das ist cool. Ja, das ist cool, nur noch mehr Probleme schaffen. Ja. Ja. Das wäre die Probleme, glaube ich, dann schon da gewesen, bevor man diesen Schritt gewagt hat. Ja. Ja, klar. Nee, das klingt sehr gut. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, habt ihr da Dschungel um euch herum? Ist da so Urwald noch? Es ist nicht so wie im Amazonas. Okay. Also auch keine Schamanen? Oder habt ihr da schon welche kennengelernt? So Wunderheiler und Schamanen und sowas? Hier oben in den Bergen sind noch keine richtigen Schamanen. Das leben Ahuatos hier. Das sind die Ureinwohner in der Region. Aber die leben eher zurückgezogen. Ne? So ein bisschen Kontakt mit den Einheimischen habe ich ja klar. Ansprechen aber Ausländer, die sich noch zurückhalten. Okay. So, da ist mal ein Füßen und vorbeigehen. Das nächste Mal, was man mit Ahuatos teilen kann. Aber okay. Okay. So. Ja. Das ist ja was, und wenn mal Schamanismus geht, so, das wird für uns auch irgendwann wieder auf dem Plan stehen, dass also wir mehr gefällt sind, so, dann reist man halt mal in Amazonas für eine Woche oder so. Ja. Und da würde man dann auch die Schamanen und Naturheiler eher antreffen. Ja. Schön. Also ganz viele Möglichkeiten für euch dort und sehr viel Wohlfühlpotenzial. Fühlst du dich dort gerade sicherer als in Deutschland? Ich würde sagen, ja. Ja? Ich müsste mich was nicht viel unsicher fühlen lassen, weil die Kolumbianer sind zwar auch alle eine Angstkultur, die von einem Seiten kommt, der A passt auf und A macht das nicht und so. Aber für uns ist das hier mehr Freiheit, was für uns die Sicherheit bringt. Also ich habe keine Angst, überfallen zu werden. Ich habe keine Angst, den Fokus nur auf den Kopf zu kriegen und dann nur noch liegen zu bleiben oder was auch immer. Also wie gesagt, man ist bei sich selber und das bringt die Sicherheit für uns. Wow. Ja. Vielen lieben Dank. Was? Ja, ich würde sagen, in Deutschland würde ich mich, glaube ich, eher unsicher auf mir aufgrund von, weil da einfach mein Stresspegel viel höher wäre. Das würde ein Ungleichgewicht in mir schaffen und würde dann eher durch die Sicherheit bringen.
würde mich den ganzen Tag mit dem Nadelstück pumpen, weißt du so, und das würde dann hier oben wieder flattern und so. Ja. Und jetzt musst du. Jetzt musst du fürs Internet zum Dorf und du kannst nicht mal mit deinem Smartphone die ganze Zeit suchten. Das ist ja. Das ist ja. Ich bin auch so ein kleiner Zombie, ne? Ja. Hängt ständig irgendwie vor News Changi, Instagram, was auch immer. Ja. Ist für mich auf jeden Fall auch eine Befreiung. Ja, ja. Die digitale Diät. Ganz genau. Wundervoll. Sehr schön. Danke für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Und ja, Mann, mich auch. Und Grüße gehen raus an deine Familie. Und zeigst du zum Schluss das Kind nochmal? Ja, klar. Danke. Ja, bye bye. Ja, sehr hübsch. Ciao. Alles Gute, ja? Danke.